Hallo, ich bin Gabi Franke-Mölle und möchte euch heute für meinen YouTube-Kanal Langsam Koch Besser wieder ein neues Gerät vorstellen, was ich vom Hersteller zur Verfügung bekommen habe. Das ist der Morphy Richards mit dem schönen deutschen Titel Sear and Stew, also anbraten und schmoren. Ich werde mir den jetzt erstmal angucken. Getestet habe ich ihn noch nicht. Das ist jetzt einfach erstmal das Unboxing. Jetzt sieht man schon, woher der Titel kompakt kommt. Das ist natürlich eine ganze Ecke kleiner als ein mit herkömmlicher Bauweise. Das liegt daran, dass man das Heizelement in dem Topf selber verstauen kann. Das ist nämlich hier. So. Diesen Topf mit 4,7 Liter Inhalt, das heißt, es reicht für 4 bis 5 Portionen, setzt man auf diese Heizplatte und dann kann man schon garen mit den Stufen Low, Medium und High. Die Platte hier unten ist nicht zum Anbraten gedacht, dafür nimmt man den Topf einfach runter, stellt ihn auf den Herd, leider nicht Induktion, brät an und wechselt anschließend wieder zurück zum Unterteil und gart dann im Schonverfahren zu Ende. Das Prinzip mit dem Verstauen finde ich schon mal genial gelungen, weil gerade jemand, der eine kleine Küche hat, kann das so einfach wieder hier reinstecken und kann den Topf ganz normal in eine normale Topfschublade stellen. Das ist mit diesem schweren Ding, mit seinem Steinwegeinsatz, sicherlich nicht möglich. Sehr schwer scheint mir das Gerät aber nicht zu sein. Wenn ich also diesen Heizeinsatz hier rausnehme, bleibt hier ein relativ leichter Aluminiumtopf übrig, den man nicht auf Induktion verwenden kann. Die anderen Anbrat-Slowcooker von Morphy Richards hatten manchmal das Problem, dass sie sich ein bisschen drehten, weil unten der Boden nicht so ganz eben war. Das scheint bei dem hier eigentlich aber nicht der Fall zu sein. Ich werde es dann einfach ausprobieren. Dieser Einsatz wird nach dem Anbraten von Zutaten, zum Beispiel Zwiebeln oder Fleisch, auf den Heizuntersatz gestellt und dann wird angestellt. Jetzt habe ich die Befürchtung, dass möglicherweise das Ding hier unten ganz schön heizen muss, damit hier oben auch alles warm wird, weil hier drumherum und natürlich auch hier oben viel mehr Hitze verfliegt als bei so einem Steinguttopf. Da bleibt dann abzuwarten, ob es tatsächlich funktioniert mit dem Schongarn und ob unten nichts anbrennt. Dieser Sear and Stew Compact Slow Cooker ist schon im Handel erhältlich bei Online-Versandhäusern zum Preis von etwa 75 €. Das heißt, er ist etwa doppelt so teuer wie ein normaler Slowcooker mit Steinguttopf. Die ersten Kundenrezensionen lesen sich hervorragend und ich freue mich, das Gerät auszuprobieren und werde euch dann demnächst wieder berichten. Tschüss!